Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, auf diesem Kanal machen wir auch sehr hochpreisige Sachen auf, ne? Denn hier ist ein 299-Euro-Adventskalender von Jax Beautyline. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich da bei irgendwas angemeldet, bei irgendwie so einem Members Club oder so, und ich glaube, ich konnte darauf 50 Euro sparen, immerhin, aber trotzdem, ne, richtig teuer. Wir sollen hier wirklich sehr hochwertige Produkte drin finden. Der ist sehr, sehr leicht. Oh Gott, oh Gott. 545 Euro Warenwert sollen hier drin sein. Ich rechne euch das natürlich auch wieder aus. Es ist immer ein Boxen-Adventskalender, aber ich finde, dass er sehr, sehr clean gestaltet ist. Da finde ich tatsächlich die Umverpackung sehr schön. Also ich verstehe nicht, warum die das nicht einfach auch mit drauf gedruckt haben. Wahrscheinlich, weil Jax Beautyline auch eher so clean unterwegs ist, ne? Es ist sehr künstlerisch und sehr, sehr hübsch. Das ist der Schuber für außen drumherum. Und da steht halt auch so ein bisschen was zu der Künstlerin mit dabei, von der Jule Bönig. Und ja, ich habe mir den Adventskalender jetzt einfach gekauft, weil ich neugierig bin und mir gedacht habe, ihr spart euch das Geld, damit ich es ausgebe. Und alle Make-up-Produkte und Pinsel sind hier in Originalgröße drin enthalten und die Make-up-Produkte fand ich persönlich auch sehr ansprechend und hätte mir die auch sonst auch teilweise gekauft, ne? Ich glaube nicht, dass wir hier Foundation oder sowas drin finden, aber vielleicht halt auch irgendwelche Pflege. Wir starten mit dem 1. Dezember und hier steht auch Handprinted with Love, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und hier steht, oh Gott, wir starten wirklich mit einem Concealer. Das ist so mutig, Leute. Nein, das ist ein Concealer-Pinsel. Okay, weil hinten drauf steht Concealer. Ja, normalerweise ist dieser Schuber dann nach oben geschoben. Und so schaut der Pinsel aus. Das ist wirklich ein ganz toller Pinsel, um Concealer einzuarbeiten. Und ich wollte mir auch schon länger mal dieses Pinselset oder das ein oder andere Pinselset von Jax Beautyline kaufen, weil ich das zum Beispiel auch bei Melloflori gesehen habe und sie schwärmt halt so von den Pinseln. Und dann gab es halt den Adventskalender und da habe ich mir gedacht, komm, vielleicht habe ich Glück und kriege hier ein komplettes Pinselset. Den finde ich auf jeden Fall sehr nett. Dann schauen wir mal, was wir am 2. Dezember erwarten dürfen. Hier steht Lipstick drauf. Oh, was eine schöne Farbe. Die Farbe ist Brick. Und ja, das ist definitiv auch eine Full Size, eine Originalgröße. Und ich glaube auch Jax Beautyline ist sehr, sehr clean, tierversuchsfrei und so weiter. Eine sehr schöne, tragbare Farbe. Ein, ja, Backstein, nicht Backsteinrot, nee. Es ist braun, aber mit einem Roteinstich. Den finde ich, oh, schließt magnetisch. Schon mal sehr, sehr angenehm. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Die fühlt sich jetzt auch etwas schwerer an. Mal gucken, was die kann. Glow Bronzer. Okay, wir haben hier wirklich viele Make-up-Sachen drin, Leute. Das finde ich natürlich cool. 5 Gramm ist hier drin enthalten. Ich weiß nicht, ob die da auch unterschiedliche Farben oder so haben. Glow ist jetzt nicht ganz so meine Welt. Das muss es aber auch nicht immer sein, ne? Und die haben ja gesagt, das ist eine Full Size. Also haben wir hier wirklich eine Originalgröße Bronzer mit drin. Das ist sehr cool. Nicht jedem wird diese Farbe passen. Mir könnte die vielleicht sogar auch ein bisschen zu dunkel sein. Aber allein wegen dem Schimmer ist es bei mir halt leider schon raus. Aber das ist ja nicht schlimm. Hier haben wir die riesige Nummer 4. Oh, hier haben wir ein Tool drin, was ein bisschen kleiner ist als die Box, aber es ist nicht schlimm. Das ist eine Wimpernzange und die macht einen sehr, sehr hochwertigen, überhaupt nicht klapprigen. Das geht, ne? Eindruck. Und sieht so aus. Ich präferiere ja die von Catrice, weil die ja diese Zacken mit drin hat. Aber ich glaube, dass man das ziemlich feiern wird. Das ist auch das Logo von Jax Beautyline drauf. Weiter geht es mit dem 5. Dezember, der sich leer anfühlt. Oh, eine Giftcard über 5 Euro. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, also hier steht kein Mindestbestellwert mit dabei, nur dass es halt nicht mit Set Creator, den Sets und anderen Rabattcodes sowie mit Jax Club Punkten kombinieren kann. Wenn das halt wirklich ein 5-Euro-Gutschein ist ohne Mindestbestellwert, finde ich das gut, weil dann kann man ja theoretisch sich dadurch eine Foundation zum Beispiel holen oder einen Concealer oder halt ein Teint-Produkt. Und Nikolaus muss jetzt definitiv was sehr Besonderes sein. Und das ist es auch, denn hier haben wir einen Puderpinsel drin. Auch eine ganz schöne Form, ne? Das sieht echt hübsch aus. Also das finde ich auch gut überlegt, wenn die hier wirklich ein komplettes Pinselset reingemacht haben. Da machen die mich auf jeden Fall mit glücklich, weil die Pinselsets sind sonst auch sehr, sehr hochpreisig. Und dann hätte sich das auf jeden Fall auch gelohnt. Und dann schauen wir jetzt mal weiter. Ihr merkt das, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich halt, ja,
bislang halt nicht alles davon gebrauchen kann. Also die Giftcard werde ich in Einsatz nehmen, den Eilish Curler brauche ich jetzt so gerade nicht und den Bronzer auch nicht, aber die anderen Sachen sind schon ganz interessant. Wir schauen mal weiter. Vielleicht ist es aber auch so, wenn ich den Bronzer auftrage, dass ich den richtig geil finde. Da überlege ich halt noch, ob ich es mich traue oder eben nicht. Ne? Mhm. Würdet ihr euch das trauen? Man weiß es nicht. Die Nummer 7. Oh, eine Tube haben wir hier drin. Und zwar ist es ein Spot-Treatment mit 9 Millilitern. Also etwas, was man dann auf Pickel geben kann, auf Unreinheiten. Und ich weiß nicht, mit welchen Inhaltsstoffen, Wirkstoffen, wie auch immer das ist. Zink ist schon mal sehr, sehr gut. Squalan ist auch schon mal sehr, sehr gut. Niacinamide, Vitamin C. Ja, das hört sich schon mal ganz gut an. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das macht sich schon mal mit einem wunderschönen Spruch da drauf. You look so good today. Vielen Dank. Du auch. Hier haben wir ein weiteres Pflegeprodukt drin. Und zwar ist es ein Display Cleaner. Ein Display Cleaner für mein Handy. Das finde ich toll. 15 Milliliter. Ja, es ist wirklich so, ne? Wir halten das Ding ständig an unser Gesicht oder patschen da mit unseren Fingern dran rum. Ja, sollte man ab und an auch mal reinigen. Oh, hier haben wir auch ein Säckchen, ein Tüchlein mit dabei. Und hier dann auch so ein Applikator mit Schwämmchen. Ne, finde ich gut, ne? Ich hoffe nur, dass man das Schwämmchen auch reinigen kann. In der Nummer 9 dürfen wir uns über das nächste dekorative Kosmetikprodukt freuen. Und zwar ist es ein Eye-Pencil. Den haben wir in so einem Braun. Ich weiß nicht, hier steht die Farbe jetzt so nicht drauf. Aber schaut so aus. Also das ist so eine Art Kajal, ne? Weil das auch anspitzbar ist. Und ja, genau. Ist ganz normal anspitzbar, wenn man möchte. Ein schönes, sattes Braun. In der Nummer 10 darf es mit unserem nächsten Lippenstift weitergehen in der Farbe Sheer Nude. Yo, schaut so aus. Wird dann auch wahrscheinlich ein bisschen durchscheinender sein. Der hat eine ziemlich ähnliche Farbe zu dem, den wir eben schon hatten, aber der soll ja eine andere Textur haben bzw. eine andere Formulierung, sodass er dann auf den Lippen anders wirkt. Der hier war einfach ein ganz normaler Lippenstift in der Farbe Brick und das ist jetzt hier einfach ein durchscheinender, nicht ganz so deckender. Okay, die Nummer 11. Wir haben hier eine Schere drin. Fühlt sich ganz okay an. Kannst du so als Nagelschere nehmen oder als Augenbrauenschere. Ist halt ein Tool, ne? Ja, kann man machen. Haut mich jetzt nicht so von den Socken, muss ich gestehen. Da bin ich eher ein Fan davon, wenn die halt eine Wimpernzange reinpacken. Wobei man halt auch solche Scheren verwendet. Aber ich zum Beispiel, ich brauche meine Augenbrauenhaare nicht zu trimmen. Ich bin froh, wenn welche da sind. Und ich glaube, als Nagelschere ist die zu spitze. Ist ja so eine ganz spitze vorne. Ich weiß noch nicht. Vor allem, wenn du so einen 300-Euro Adventskalender hast. Ne? Hier habe ich jetzt die Halbzeit, die Nummer 12. Oh ja, hier haben wir ein Blush drin. Das finde ich schön. Das ist das Powder Blush in der Farbe Rosewood. Also ein schöner Rosenholzton wird es sein. Ist auch eine schöne Pappverpackung, ne? Und so schaut der aus. Sehr, sehr dunkel, aber tatsächlich ansprechend. Ich denke, dass ich die Produkte, also ich habe mich jetzt gerade einfach mal entschieden, dass ich die schon austesten werde und euch da auch so ein Fullface schminke, ne? Mal gucken. Und dass ich die in Anwendung nehme, dass ihr da dann auch nochmal den ganzen Adventskalender durchgetestet sehen könnt. Sofern ich die halt im Schminki verwenden kann, weil so ein Spot-Treatment brauchst du jetzt nicht unbedingt vor Make-up auftragen. So, direkt daneben ist die Nummer 13. Hoffentlich keine Pechzahl. Ein Lip-Scrub. Ja, ist schön. Verwende ich auch aktuell eins. Obwohl ich gar kein Fan von Lippenpeelings bin ich vollkommen ehrlich. Aber ich habe ja Enzympeelings oder auch chemische Peelings für mein Gesicht, ne? Und die Lippen möchte ich ja trotzdem ab und an mal gepeelt haben. Jetzt gerade, wenn es trockener wird, dann werden die auch trockener. Und dann möchte man die abgestorbene Haut abmachen. Das sieht übrigens so aus. Das ist dann meistens halt einfach so ein Zuckerpeeling, was auch ein bisschen so Ölanteil mit dabei hat. Da habe ich jetzt gerade das Grande Cosmetics, Grande Lips Gedönschen in Anwendung. Da habe ich euch auch mal letztens ein Set vorgestellt, kann ich euch in der Infobox auch mal verlinken, wo halt auch das Grande Lash, das Grande Brow, die Grande Mascara und so weiter drin sind. Ne? Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Wobei, nee, das Grande Brow ist da, glaube ich, gar nicht drin. Aber das, schaut mal. Infobox ist verlinkt. So, die Nummer 14. Hier haben wir, ja, das hätte ich mir denken können, dass sie hier keine Lidschattenpalette reinpacken. I make your eyes shine and sparkle. I'm easy to apply and even to blend. Ich glaube, ich werde den ausprobieren. Golden Bronze. Sonst hätte ich nämlich gesagt, komm, packe ich den auch zur Seite für den Monolidschatten-Adventskalender. Aber nee, das möchte ich in Kombination dann wirklich auch mit dem Kajal verwenden. Hat übrigens die gleiche Form wie das Lippenscrub. Auch sehr interessant, ne? Jo.
Die Nummer 15 ist schön groß, sehr opulent. Also zum Wiederbefüllen ist der Adventskalender wirklich klasse. Hier haben wir einen Pinsel drin und das dürfte ein Highlighter-Pinsel sein. Was steht denn hier drauf? Soft Blender-Pinsel. Oh, doch damit kannst du Highlighter auftragen oder halt ganz grob verbrennen, verblenden bei den Augen. Also dieses Design finde ich wirklich hübsch. Das mag ich gerne leiden, ne? Mag ich. Und es fühlt sich sehr schön weich, sehr, sehr angenehm an. Doch, das kann was werden. Let's make this world more beautiful together mit der Nummer 16. Hier dürfte ein Lip Liner drin. Nein, ein Eye Pencil ist das auch. Oha. Okay, das ist so ein Nude-Ton. Also so wirklich total hell-beige-mäßig, was man halt toll für die Wasserlinie auch verwenden kann, um den Blick optisch zu öffnen. So schaut der einmal aus, ne? Ja. Gut. Wenn er hält, ist gut. Wenn er hält, finde ich das wirklich klasse und das passt. Ne? Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier ein kleines Produkt drin und zwar ein Stick Blush Peach Glow. Sehr schön. Ja, also Stick Blushes finde ich persönlich auch sehr angenehm. Ich habe jetzt heute auch wieder einen drauf von Ilia aus meinem Project Pen. Oh, der ist schimmernd. Dann kann man den wahrscheinlich auch richtig toll in Kombination mit dem Matten verwenden, den wir hier in Rosenholz drin haben. Sowas feiere ich, ne? Das finde ich ist ein tolles Produkt. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Also das finde ich gar nicht geil. Klar, wir haben hier Produkte drin, die du anspitzen musst, aber in einen 300-Euro Adventskalender packt man keinen Anspitzer. Das macht man nicht. Der kann noch so gut sein. Wirklich. Der kann großartig sein. Aber in einen 299-Euro Adventskalender einen Anspitzer reinzupacken, finde ich frech. Die Nummer 19 fühlt sich schon wieder so leicht an und auch hier ist eine Gutscheinkarte drin. Hier haben wir einen 10-Euro Gutschein mit dabei. Ja, auch den kannst du wieder nicht kombinieren. Und hier steht auch nicht, dass man da irgendwie einen Mindestbestellwert für bräuchte. Kann ich vielleicht beide gleichzeitig anwenden und mir davon eine Foundation holen? Ich weiß es nicht. Die Nummer 20. Hier werden auch wieder die Lippen glücklich gemacht. Hier hast du eine Lippenmaske mit 5 Millilitern drin. Auch wieder dieses Pöttchen. Ich finde es ganz schön, ne? Wenn die halt einheitliche Verpackungen haben und das dann auch so entsprechend verwenden. Ist alles soweit in Ordnung. Und ja, so eine Lippenmaske ist auch nie weg. Kann man gut gebrauchen. Und das lässt du einfach über Nacht drauf. Also kannst du halt als Lippenpflege sehen. Ist jetzt auch wieder ein 299-Euro Adventskalender ein bisschen krass. Ja, ich habe jetzt hier die Nummer 21 und so viele Möglichkeiten, um mein Pinselset vollständig zu bekommen, habe ich hier gar nicht mehr. Ich hätte mir wirklich gehofft, dass hier mehr Pinsel drin sind und weniger diese Füllsachen. Denn auch hier, ne, eine Pinzette, die kann noch so gut sein. Also das mit der Schere geschenkt war okay, ne? Das war halt dann der Anfang des Ganzen, was einfach schwierig ist. Aber einfach eine Pinzette in ein, also Entschuldigung. Entschuldigung. Die Nummer 22. Was hättet ihr denn lieber drin? Solche Füllprodukte? Also eine Pinzette, eine Schere, ein Anspitzer oder halt noch eine Lippenstiftfarbe oder, klar, über Pinsel brauchen wir gar nicht reden. Die hätten wir natürlich gerne alle drin gehabt, ne? Was ist das denn? Eyeshadow Refill. Mhm. Da hätten sie aber jetzt ohne Flachs. Da hättet ihr doch hier noch das, wo es reingehört, mit reinmachen können. Das finden wir dann vielleicht in der 24. Also wenn der Art Deco Adventskalender das macht, der 60 Euro kostet, kann man sich drüber streiten. Ne? Ist aber auch nicht so geil. Aber wenn das der Jax Beauty Line 299 Euro Adventskalender macht, dann wird man so langsam sauer. Also ich bin ja immer freundlich und bewerte positiv, ne? Dass ich halt auch positiv rangehe, weil ich denke, da sitzen Menschen, die arbeiten und die überlegen sich was dabei und ne, jeder muss ja auch sein Geld verdienen, was auch fein ist. Aber dann mach doch nicht sowas. Mach das doch nicht. Das ist Kupfer, das ist eine schöne Farbe. Safe, ne? Mag ich gerne. Aber da hätten die jetzt wirklich in das Kläppchen mit hinein das mit reingeben können, wo das Ding reingehört. Ey. Am 23. Dezember erwarte ich mir jetzt wirklich ein Pinselset gefühlt. Also ich brauche noch einen Foundation-Pinsel, ne? Das hätte ich ganz gerne, der soll richtig gut sein. Und vielleicht auch ein bisschen mehr was für Lidschatten oder so. Ne. Auch ein Produkt, was ich wohl verwende, aber was ich nicht in diesem Adventskalender haben will. Nein. Boah, ich bin gerade echt pissig. Das ist ein Augenbrauenrasierer, Leute. Die hole ich mir normalerweise im Dreierpack von Evelyn für 1,50. Ey. Sorry.
Aber das ist doch nicht euer Ernst. Der ist bestimmt hochwertig und toll und alles, aber... Wow. So, ich habe jetzt hier den 24. Dezember. Da muss so viel drin sein, um mich jetzt irgendwie glücklich zu machen. So viel. Mein Pöttchen ist etwas geöffnet. Aber gut, dass hier noch eine Klebefolie drauf ist. Das hält das Ganze noch irgendwie so ein bisschen zusammen. Es ist ein Glaspöttchen von einer Maske. Glow Mask. For Hydrated Radiant Skin and an Even Complexion. 30 Milliliter. Ja, ne? Würde ich jetzt theoretisch feiern, wenn wir nicht im Vorfeld schon so viel Kravum hier drin gehabt hätten. Boah, ich werde gerade echt leise, das will ich gar nicht. Auch hier Niacinamide mit dabei und Glycerin, Squalan, das hört sich richtig toll an, die werde ich auch auf jeden Fall verwenden. Was ist das? Also Leute, tut euch einen Gefallen, spart euch das Geld. Wenn ihr 299 Euro überhaupt, holt euch das von Yaks Beauty Line, was ihr euch holen möchtet. Oder holt euch einen richtig krassen Adventskalender wie den von Cult Beauty zum Beispiel, ne? Ich bin fassungslos. Wirklich fassungslos. Was die hier gemacht haben. Wir haben nicht mal die Umverpackung für diesen Lidschatten bekommen. Der ist einfach hier so mit dabei. Nee. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, so hart war ich noch gar nicht dieses Jahr, ne? Aber es ist tatsächlich so. Ich möchte euch diesen Adventskalender empfehlen. Ich werde nie wieder eine Kooperation mit Yaks Beauty Line haben. Ich hatte auch noch nie eine und ich habe mir damit jegliche Chance wahrscheinlich vertan. Aber ganz ehrlich, Handy sauber machen sollst du in der Adventszeit. Du sollst dir die Augenbrauen, Haare schneiden, dir die Wimpern zupfen, genau, die Augenbrauen zupfen oder sonst irgendwelche Härchen rauspulen. Du sollst dir deine Augenbrauen und deinen Oberlippenbart mit dem Rasierer rasieren. Darfst dir mit einem Monolidschatten und dem Cremelidschatten so ein bisschen was schminken. Gut, du hast den Blush und den Bronzer dabei, finde ich super. Du hast ein paar Pinsel mit dabei, finde ich auch klasse. Aber dieser Adventskalender ist wirklich ausbaufähig. Wow. Ich bin schockiert. Also über so viel Dreistigkeit bin ich wirklich schockiert. Ich werde die Produkte behalten. Ich könnte ihn sicherlich auch zurückschicken. Ne, das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, aber da muss man schon schlucken. Und dann hast du gut 15 Euro Gutschein mit dabei, aber da hättest du besser in ein Kläppchen 15 Euro Gutschein machen sollen und dann in das andere irgendein schönes Produkt oder so. Weil wenn ich 209... Ich komme damit nicht klar, ne? Da habe ich... Ja, Fail. Einfach Fail. Ich kann es nicht anders sagen. Aber Leute, ich weiß, dass es eigentlich eine geile Marke ist. Ne? Die hätten es eigentlich mehr verdient, gelobt zu werden, weil die eigentlich so gute Produkte herstellen, die ich immer wieder auch auf YouTube und Social Media oder sonst irgendwo sehe und die Leute freuen sich darüber. Aber dann dieser Adventskalender repräsentiert die Firma leider nicht ganz so gut. Es tut mir sehr, sehr leid tatsächlich. Und ich hoffe, dass Yaks Beauty Line dieses Video sieht und daraus lernt und vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr raushaut und da irgendwie was Sinnvolleres für den Konsumenten reinpackt vielleicht, ne? Und ja, also ja, wow, dieses Fazit ist so lang und es tut mir leid, ihr Lieben. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne auf der Homepage mal stöbern und mir in die Kommentare reinschreiben, welches Produkt ihr hier noch gerne drin gesehen hättet, was ihr vermisst, ne? Vielleicht kennt ihr die Marke auch schon und sagt, Mensch, das ist super gut, das müssen wir auf jeden Fall mit reinpacken. Ja, für mich war das jetzt einfach nur, um die Marke kennenzulernen und ich werde mir jetzt noch das ein oder andere für ein Fullface dazu bestellen tatsächlich und euch dann auch mal ein Fullface damit schminken und ich beende dieses Video, ich kann nicht mehr. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.